1, 2, 3, das ist die perfekte Welle. Fuck my life. Und Road Gap. Einmal nicht am Meer. Hey, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Zweite Vlog hier aus Portugal. Wir hatten gerade richtig, richtig geile Trail Action in Sintra. Wir sind jetzt hier 2,5 Stunden nördlich gefahren, Richtung Finisch. So eine Surfer-Halbinsel. Wir haben hier einen richtig, richtig geilen Campspot gefunden, direkt am Meer. Schaut euch das mal an. Die Farben, die Klippen, Meer, das Licht, das sieht einfach so geil aus. Und man fährt mit dem Bus einfach direkt dran her. Finisch ist dort vorne. Und der Jasper und ich wollen unbedingt noch ein Surfen ausprobieren. Und das ist, was wir heute probieren zu finden: ein Surfspot, wo wir Bretter mieten können und vielleicht noch einen Lehrer dazu. Und dann werden wir das auf jeden Fall ausprobieren in den nächsten paar Tagen. Heute steht aber auch noch auf dem Plan, einen Dirtspot auszuchecken, weil der ist da recht in der Nähe. Und ja, wenn ihr das wollt sehen, dann jetzt dranbleiben. Und wenn ihr das Trail-Action-Video von Sintra noch nicht gesehen habt, das müsst ihr unbedingt auschecken. Also, bleiben dran und bis dann. Ciao. Gerade noch hinten im Bus, schön in der Sonne, Mobility and Stretch Übungen gemacht. Und jetzt zieht es ein bisschen schlechteres Wetter auf, wie man da hinter mir sieht, auf dem Meer, draussen regnet es. Und obwohl der Wind eigentlich von Landinneres kommt, kommt es jetzt da ein bisschen her. Irgendwie. Von dem lassen wir uns aber nicht aufhalten. Jasper, Vlogger Bro, Lagebericht. Kalt, Regen, eigentlich wollten wir Dirtjumpen gehen, aber es gibt nichts zum Dirtjumpen. Wieso nicht? Weil es regnet. Der Wind ist schlimmer. Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ja, das war Campspot für letzte Nacht direkt hier am Meer. Ist ein bisschen überbelichtet. Da, der Jasper mit seinem Camper. Anja mit ihrem Camper. Ja, Wetter wird schlechter. Es ist immer windig da in Portugal und es ist nur warm, wenn die Sonne da ist. Sonst recht kalt. Aber das hält uns nicht auf. Jetzt fahren wir auf Peniche. Let's go. Weil regnen darf es natürlich auch. Sonst wäre es da gar nicht so schön grün und farbig. Alles okay. Und jetzt verlassen wir den wunderschönen Campspot hier. Jetzt gerade in Peniche angekommen. Die Surfer-Szene hier ist absolut krass. Surferläden links und rechts überall. Überall Bus, Surferbus, überall. Sind sie in Neos am rumlaufen. So krass, wie wenn man in Lenzerheide ist und überall hat es Biker und Biker-Vans rum. So etwas habe ich noch nie gesehen. Mega speziell für mich und auch für Camper-Vans. Hat es so viel Platz, es hat so viele Busse rum. Also für alle die, die fragen, ob ich irgendwie Wildcampen oder auf Campingplätzen bin, es hat absolut so viel Platz für zum Wildstehen. Und so viele Gratis-Stellplätze rum, also absolut kein Problem. Gestern auch schon, als wir hierher gefahren sind, sind sie über die Straße gesegelt mit Surfbrettern vom Parkplatz ab an den Strand. Und dann im Wasser hast du gesehen, so viele Köpfe auf Surfbretter warten für die Wellen. Heute Morgen in unserem Campspot sind sie gekommen, die Wellen anschauen. Komplett etwas Neues für mich, aber mega spannend zum Schauen. Und jetzt sind wir hier beim Intermarché, machen Wäsche, einkaufen. Und nachher geht es auf die Suche nach einem Surfshop. Aber ich glaube, das wird nicht so das Problem sein. Ich habe überall schon Plakate gesehen. Surfing Lessons und Rentals. Rental Gear. Also, da werden wir etwas finden, denke ich. So, wir sind hier gerade wie Profis die Wellen am Anschauen. Jasper und ich. Und ich bin gerade da vorne schnell im Surfshop und habe gefragt wegen Lessons. Die haben gesagt, ja, es ist nicht schlecht heute. 2 Stunden inklusive Board und Suit, Wetsuit. 25 Euro und wir können direkt loslegen, wenn wir wollen. Die Sonne kommt wieder raus. Die Wellen sind also ein bisschen verhalten da. Es hat viele Leute im Wasser schon. Aber ja, ich weiß nicht. Die Typen vom Shop haben gesagt, es ist nicht schlecht heute. Fazit vom Jasper Jauch. Ja, bitte. Das Wetter heute ist so semi-gut. Ich gehe davon aus, dass es heute perfekt wäre zum Surfen, weil dann ist der Dirtspot bis morgen noch ein bisschen am Abtrocknen. Dort vorne ganz viele Leute im Wasser. Da läuft der nächste rein. Ich glaube, da könnten wir uns noch wohlfühlen, oder? 21.07.1991. Da sind wir jetzt im Surfladen. Jetzt geht's los. Nervös, das erste Mal für mich. 2 Stunden 25 Euro mit Brett und Neo.
Stoke Level ist high! Stoke Level ist wieder high, so wie beim ersten Mal Portugal Trails schredden in Sintra. So stoked, he? Das war eine richtig geile Aktion. Kann ich jedem nur empfehlen. Ohne ja. Scheiß. Einfach. Ey, random, wir sind in der Surfschule gelaufen und haben gefragt, ob sie eine Stunde Zeit haben. Ja, und die haben halt gesagt, ja, 2 Stunden, 25 Euro, let's go. Das ist nicht so schlecht heute. Wahnsinn. Ja. Haben wir Neo gekriegt, Brett gekriegt, Lehrer gekriegt, drauf. Und die erste Welle haben schon mal ziemlich gut funktioniert. Und der Lehrer war Gold wert, weil diese ein, zwei Tipps mit Füßen zusammen und Ellenbogen nach hinten und dann aufstehen, Backarm hoch. Backarm! Ja, aber unbedingt Lehrer brauchen. Ich habe zuerst gedacht, ja, wir hätten uns einfach das Brett und Neo und gehen selber probieren, aber das hat sich, glaube ich, schon gelohnt. Ja, Mann. Was für ein absolut hammergeiler Tag. Jetzt nach der Surflektion zum nächsten Unreal Campspot gefahren. Es sind echt Campspots wie Sand am Meer da. Und jetzt lassen wir es, glaube ich, mit Dirt Jump im Nachmittag. Jetzt tun wir, glaube ich, einfach noch etwas kochen und schönes Wetter geniessen, weil am Morgen sind wir in der Regel losgefahren, wissen wir noch. Und jetzt einfach ein herrliches Tägli. Und jetzt geniessen wir mal die Sonne, chillen ein bisschen, kommen mal ein bisschen oben runter. Weil morgen gehen wir nochmal surfen und morgen wird ich euch definitiv mitnehmen für die nächste Lesson. Die haben wir nämlich für am 10:30 reserviert. Ja, komm mal. Komm nochmal. Nein. 1, 2, 3. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ging einfach von dir tragen. Denk am besten gar nicht nach. Anscheinend hat der Niklas, unser Surfcoach, erzählt, hat so vorne den Spot für die geilste Welle vor Welt. German. Ja, der Birkenstock-Typ. Wow! Der Typ, ey. Foodblogger da. Machen wieder gucken die mit der View. Gucken die wie View. Wir sind wieder da. Tag 2 von unserem Surfcamp. Heute nehmen wir euch mal mit auf dem Headstrap. Again on the tail here, grab left in here. Where you standing? Okay, on the board. Good. I'm gonna turn your board. Stop, paddle. Stop. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und folgt seinem Kanal, also abonnieren und schreibt in die Kommentare, wie cool Jasper auch ist. Danke. Wir sind hier noch am Lagerfeuer. Richtig, richtig coole Stimmung. Gefühlt schon seit sicher etwa 2 Stunden, nachdem es auch da
geregnet hat. Wir haben heute Nachmittag gar nicht mehr viel Energie gehabt, um irgendetwas zu machen. Wir sind nachher noch zu den Dirt Jumps gegangen anschauen und haben jetzt den coolen Campspot hier am See gefunden. Wir sind wieder auf einem Ründeli auf dem Velo. Und zwar haben wir gestern einen richtig, richtig fetten Durchhänger gehabt. Ihr habt es noch gesehen am Lagerfeuer. Wir hatten gar keine Energie mehr gehabt gestern nach dem Surfen. Wir haben einfach nur noch den Tag ausklingen lassen. Heute Morgen sind wir gut wieder in den Tag gestartet. Haben einen Podcast aufgenommen beim Jasper für Single Trail und Single Malt. Checkt das auf jeden Fall aus, falls ihr das noch nicht kennt. Jetzt hat Jasper sich leider gestern beim Surfen, beim Warm-up, ein bisschen den Rücken kaputt gemacht. Dafür eine gute Therapie ist Velofahren. Und jetzt ist die Sonne rausgekommen und wir haben direkt hier am See parkiert, wo ein Trail unten da beim Campspot rauskommt. Und den gehen wir jetzt mal auschecken, in der Hoffnung, dass der Rücken sich nachher wieder ein bisschen besser fühlt und sich dann der Jasper da auf seine lange Fahrt kann begeben. Ja! Ja! Und sobald die Sonne draußen ist, sind die Vibes einfach gerade wieder dreimal besser. Ja! Ja! Orio ist auch am Start. Wo ist er? Da. Dort. Der ist auch wieder dabei. Und wir sehen uns auf dem Trail. Tschau! So, wir haben uns gerade schnell verfahren und sind dann den Trail gekreuzt. Orio geht rechts. Orio! Hey! Hier! Mann! Alright, jetzt sind wir wieder vereint da auf der Mission, den Rücken wieder ein bisschen zu lockern. Da soll ein kleiner witziger Trail sein. Ja. Alright. Sackgas. What the fuck? Das war wahrscheinlich mal ein Trail. Ey. Eine rechte Explore-Runde da. Bis wir das mal gefunden haben, wie nach der Orio im Jahals für sein Hinterrad ist. Krass. Aha. Ja, das sieht doch danach aus. Da. Das ist sicher der Road Gap Trail da. Oh, dort hat es auch einen Jump, hä? Ja. Alright, checken wir das mal aus. Jump ins Flat oder bin ich einfach noch zu kurz gekommen? Ja. Aha. Aha, und Roadgap, juhu! Zum Glück haben wir das Vorrat, look. Fuck my life, ey! Wow! Das war blind. Huh! Wow! Da Jungle Mood, und jetzt kommen wir dann gerade beim Bus wahrscheinlich raus. Da bin ich nämlich noch ein bisschen hochgelaufen gestern Abend, zum Holz sammeln für unser Lager für gestern Abend. Yes! Jetzt wissen wir, wo durch. Da ist alles noch pflutschnass. Riesen Matsch. Da ist unser Campspot. Und links der See. Einmal nicht am Meer. Okay. Das ist cool, oder? Ja. Fahren wir noch zwei, drei Mal? Ja. Ja. Jetzt kennen wir uns ein bisschen besser aus. Da. Wir sind auch schon links. Das ist wieder der Sackgas Trail, oder? Ja. 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 Und ich habe gerade gesagt, jetzt kennen wir uns ein bisschen besser aus. Oder? Alter! So! Wow! Den nehme ich nicht! Eieiei! So, jetzt nehmen wir da nochmal das Road Gap. Und jetzt wissen wir ja da, wie das da hinten drauf aussieht. Wow, fast ins Loch, in die Regenrille reingesprungen. Wow. Die haben da übrigens jetzt auf dem E-Bike das Schaufelrad montiert. Recht, recht geil für Uphills beim E-Bike. Der G-Spike von Bontrager. Neue Schlammreifen. Er hat sich recht gut bewährt. Schon auch zum Leute aufzuziehen. Und jetzt sind wir wieder drinnen an unserem Campspot. Puh! Oreo! Komm! Komm, komm, komm! Let's go!
So, dritter Versuch hier, den Trail zu finden. Jetzt haben wir das. Jetzt kriegen wir es her. Yeah, Oreo hinter mir. Das erste Mal, wo der Jasper den Oreo vor sich hat. Das sieht so cool aus, mit dem Trail hier vorne dran. Jetzt probieren wir dann nochmal die grossen Jumps. Wow! So, und jetzt da rechts einmal Chicken Line fürs Road Gap. Mal neue Lines. Wow! Yes! Und jetzt sind wir aber doch wieder auf der anderen. Hast du jetzt nicht wollen, links aber? Ja, aber der ist auch ziemlich zugewachsen. Ja. Wo ist Oreo? Oreo! Unser kleiner Trail Dog schnell verloren, aber er hat den Trail wieder gefunden. Er weiß eben schon, wo er hergehört. Gute Nase. Ja. Und weiter geht's. Ich bin immer ohne Roaming eigentlich gereist, immer ohne Internet. Und das Mal habe ich jetzt mir das erste Mal so eine spanische SIM-Karte gekauft, dass ich Internet habe im Ausland. Und das ist schon mega viel stressfreier und einfach sehr, sehr viel einfacher zum Reisen. Das hat jetzt aber hier in Portugal wieder nicht mehr funktioniert. Jetzt haben wir da vorschnell müssen uns darum kümmern. Wow, der Mann, ey. Das wär's gsi von dieser kleinen Trail-Action da. Dreimal sind wir den Hügel gefahren. Ich gehe jetzt zu den Dirt Jumps schauen, ob dort der Wind zulässt, dass wir dort schnell ein paar Laps machen können. Und nachher geht's für mich Richtung Lusa Bike Park, um mal schauen, ob wir dort die Lines fahren können. Der Jasper fährt jetzt nämlich heim. Wir sind alle ganz traurig. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, bitte. Hey, es war mir ein Fest, dass ihr zugeschaut habt. Grüße aus Portugal. Ich muss jetzt nach Hause. Tschüss. Tschüss.